3D-Drucker als Vinylcutter. Ich habe mir ein Set mit verschiedensten kleinen Klingen und den dazugehörigen Halter bestellt. Diese kleinen Klingen sollen Vinyl und verschiedene andere dünne Materialien durchschneiden können. Der Halter dafür besteht komplett aus Metall. Zuerst habe ich mir eine Halterung für meinen Halter gedruckt, damit ich die Klingen am Ende am 3D-Drucker befestigen kann. Diesen Plastikhalter habe ich dann an dem Lüfter des 3D-Druckers, dem Arnet A8, befestigt und die Metallhalterung von oben reingeschoben. Die Metallhalterung ist nur leicht höher als die Nozzle und kann somit dauerhaft befestigt bleiben. Auf mein Heatbed habe ich eine Pappe angebracht, um das Heatbed selbst nicht zu beschädigen. Auf der Pappe habe ich mir mit einem Strich markiert, in welchem Bereich ich schneiden kann. Ich habe die Folie in meinen obersten linken Bereich gepackt und kann dort dann auch demnächst schneiden. Zuvor muss allerdings noch die Folie fest eingeklebt werden. Ich nutze dafür einfach ein paar Klebestreifen. Nun müssen wir noch das kleine Messerchen in die Halterung einsetzen. Hierbei kann es auch helfen, durch einen Druck von oben auf die Halterung den kleinen internen Magneten runterzufahren, um es schneller einrasten zu lassen. Die Klingenhöhe muss so eingestellt werden, dass die obere Schicht von der Folie durchtrennt wird, die untere aber maximal eingeritzt. Um überhaupt etwas ausschneiden zu können, brauchen wir das richtige Motiv. Ich habe mich für ein Flugzeug entschieden. Theoretisch funktioniert jede Bilddatei. Am einfachsten geht es aber, wenn wir direkt eine SVG, sprich eine Vektorgrafik, nutzen. Solltet ihr die passende SVG finden, achtet darauf, dass ihr auch wirklich die Vektorgrafik downloadet und nicht nur eine PNG. Um die Vektorgrafik für den Drucker erkennbar zu machen, wandle ich die mit Hilfe von Thinkercad in eine STL-Datei um. Hierfür müsst ihr euch anmelden, ein neues Projekt erstellen und dann über die Importfunktion die SVG in das Feld hinzufügen. Sollte die Grafik nach dem Import richtig angezeigt werden, können wir sie auch schon wieder direkt als STL exportieren. Diese STL-Datei können wir dann nun mit dem Slicer des 3D-Druckers öffnen. Ich nutze hierfür Cura. Jetzt müssen wir die Größe des Objektes einstellen, das Objekt an die richtige Position verfrachten, in meinem Falle wieder oben links, und zusätzlich müssen wir beachten, dass wir das Objekt noch einmal um 180 Grad drehen müssen, da es hinterher sonst gespiegelt ist.
Ich habe mir fürs Schneiden ein extra Druckerprofil erstellt mit den folgenden Einstellungen. Und natürlich brauchen wir auch zum Schneiden ganz andere Einstellungen als zum Drucken. Demnach findet ihr jetzt auf der rechten Seite alle Einstellungen von mir, mit welchen ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht habe. Vor dem Schneiden müssen wir nochmal kontrollieren, ob der Slicer auch wirklich das macht, was er soll, sprich nur die Outlines abfahren. Ich habe die Druckgeschwindigkeit jetzt noch verlangsamt, um ein besseres Resultat zu erzielen. Wenn man auch damit fertig ist, können wir nun die Dateien an den 3D-Drucker senden und er kann anfangen zu schneiden. Während dem Schneidevorgang habe ich zur Sicherheit meine Hand dauerhaft am Stromschalter und kann den 3D-Drucker sofort abschalten, falls irgendwas schief gehen sollte. Außerdem schalte ich den 3D-Drucker direkt aus, sobald er die erste Schicht beendet hat. Danach schalte ich ihn wieder ein, um das Druckbett nach vorne zu fahren. Nun kommt der Prozess des Entgitterns. Hierzu brauchen wir eine Pinzette, um das überstehende Material, welches wir nicht benötigen, abzunehmen. Zuvor löse ich allerdings noch die Folie vom Bett ab, um leichter entgittern zu können.
Nun positioniere ich das Flugzeug auf meiner Maske an der gewünschten Stelle. Daraufhin muss die Folie mit viel Druck auf das Objekt gebügelt werden. Nach dem Abkühlen brauchen wir nur noch die transparente Folie langsam abziehen.